hoch. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Ich habe ja noch gut eine Menge an Narko-Pfeilen und habe jetzt gerade auch Narko-Berries mir erfarmt hier beim Büsche abkrabbeln. Und ich werde jetzt einfach mal versuchen, diesen Hirsch... Oh, da kommt ein roter Loot-Drop runter. Das ist natürlich richtig nice. Da müssen wir dann auch gleich mal reingucken. Diesen Hirsch, der hier steht, dieses Megalozeros, zu zähmen. Ich werde das mal versuchen, ihn zu betäuben. Ob das überhaupt so funktioniert mit den Mitteln, die ich jetzt hier am Start habe. Nicht, dass der sich jetzt entbuggt und mich angreift. Kann der mich überhaupt angreifen? Greift der mich an? Ich weiß es nicht. Nee, der rennt weg. Okay. Lol, der ist schon betäubt nach einem Schuss. Was ist das denn für eine Lusche? Das ist ja heftigst. Nicht schlecht. So, Micho Berries nach vorne. Was eine Lusche, ey. Das gibt's ja gar nicht. Und sowas zähme ich mir. Ich habe halt ein Herz für Tiere, auch für die Schwachen. Ist doch geil, oder? Ich meine, dann ist es wenigstens kein großer Aufwand. Dann können wir das mal so ganz schnell nebenbei erledigen einfach. Ich krabbel mal schnell noch ein paar Büschchen ab hier. Ein paar Ressourcen bekommen. Wo ist denn der Loot Drop? Weil der ist noch ganz oben. Das dauert noch ein Weilchen, bis der unten ist. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Was war das? Ach ja, das ist ja jetzt dieses neue Geräusch, wenn man Steine aufhebt. Dieses Tück. Als wenn man irgendwie auf eine Triangel draufhaut. Aber so eine Triangel, die ganz schlecht klingt irgendwie. Ganz komisch. Ganz seltsam klingt das, was sie sich dabei gedacht haben. Wahrscheinlich damit man so ein bisschen eine Referenz hat, ob man wirklich einen Stein aufgehoben hat oder nicht. Keine Ahnung. So, wie sieht's denn aus mit dem Hirschi-Hirsch? Mal im Arsch reingucken. Ach, guckt mal, sieht auch gut aus. Sieht super aus. So. Ja, der zähmt jetzt vor sich hin. Der Loot-Drop ist gleich unten, da müssen wir gleich mal hinfliegen. Muss vorher noch gucken, ob hier irgendwas Gefährliches rumkreucht. Ich glaube aber nicht, sieht ruhig aus. Wo sind der Wolf eigentlich hin? Da war doch ein Wolf. Versucht der immer noch hier reinzukommen, oder wie? Das wär's ja. So, rauf auf den Cats. In die Luft. Habe ich da einen Wolf gesehen? Nee. Meine Augen spielen mir Streiche. So, jetzt bin ich mal gespannt, was in dem Loot Drop drinne ist. Erstmal gucken, bewegt sich hier was? Bewegt sich hier was? Ist hier was? Nö. Sieht ruhig aus. Dann mal hin zum Loot Drop. Warum kommt hier ein roter Loot Drop runter? Ich meine, gut, das ist natürlich ideal, ne? Wenn hier ab und zu mal ein roter Loot Drop runterkommt, kann ich den halt immer entspannt abgreifen. Boah, ist das ein Raketenwerfer? Ich glaube ja, ich glaube, das ist ein Raketenwerfer. Krass. Moment, das müssen wir gleich mal... Müssen wir gleich mal... evaluieren hier, was das ist. Zeig mir das mal. Oh, Apprentice Rocket Launcher. Alter Schwede. Okay. Alle, die wollten, dass ich irgendwie High-End oder High-Level-Schusswaffen mache, euer Wunsch wurde erfüllt. Ich kann es an der Stelle immer noch wieder sagen. Ark ist ein Spiel... Huch, jetzt habe ich ja abgerutscht, ey, wo ich mich gerade abstützen will. Ark ist ein Spiel, das Gedanken lesen kann. Und das sehen wir hier wieder sehr eindrucksvoll. Den Kompass schmeiße ich mal weg, den brauchen wir eh nicht. Das war eh ein Blueprint, den haben wir ja schon. So, ich leg den aber erstmal weg. Donner Raketenwerfer. Pack mal den mal weg. Was? Wer bellt da? Ich höre was bellen. Ich habe gerade was bellen gehört. Das wäre ja so der Knaller, wenn die Ausdehnung dieser Mauer so groß ist, dass hier in der Mitte noch Wölfe spawnen können. Da würde ich mir so kaputt lachen, ey, echt. Da würde ich so feiern. Kann ich die Büsche hier krabbeln? Ja, machen wir das mal. Ein paar Micho Berries wären schon noch nicht schlecht. Dann zähmt der Megalozeros da hinten ein bisschen schneller. Ich muss ja sagen, bei dem Namen Megalozeros denke ich ja eigentlich irgendwie an was anderes, oder? Da denke ich irgendwie nicht an einen Hirsch, an einen Riesenhirsch. Weil Lozeros klingt irgendwie immer so nach Rhinoceros. Da muss ich immer irgendwie an ein Nashorn oder so denken. Geht euch das auch so? Ich finde, der Name klingt nicht nach einem Hirsch. Megalozeros. Das ist irgendwie, ist es ein seltsamer Name für einen Hirsch. Ich meine, mega für groß, das kann ich verstehen.
Aber Megalozeros klingt irgendwie eher so wie riesiges Nashorn. Oh, er ist schon fast gezähmt, Mensch. Ich muss ihn nicht mal einmal betäuben. Ist auch geil irgendwie. Ich sollte mal was essen. Ja, und da haben wir einen Megalozeros gezähmt. Der kriegt nicht mal einen müden Level oben drauf, ey. Das ist ja eine Pflaume. Das ist eine echte Pflaume. Aber der hat sich ja auch im Baum verbuggt. Ich meine, wie schlau kann er sein und wie gut kann er sein? Ist vielleicht ein sehr junges Tier, man weiß es nicht. Aber er hat ein stattliches Geweih. Muss man mal sagen. Ich möchte gerne den Moment erleben, in dem er gezähmt wird. Ich möchte gerne dabei sein. Deshalb bleibe ich jetzt hier mal kurz stehen. Ganz unten. Jawohl! Megalozeros, sauber! Wie nennen wir den denn jetzt? Ich nenne den mal Rudolf. Huch, ich habe die Dings an, die Caps Lock. Rudolf. Dann malen wir ihm noch eine rote Nase an und dann passt das. So, wahrscheinlich stirbt er jetzt, wenn ich hier den Baum umschlag. Nee, gut. So, du folgst mir aber mal nicht, mein lieber Freund. Du bleibst erstmal auf der Stelle stehen, wo du rumstehst. Ich möchte jetzt erst einmal ein bisschen was... Hä, wieso? Achso, ich wollte gerade sagen, wieso kann ich jetzt den Ketzerl das Zeug nicht reinstopfen? Was ist da los? Ich werde jetzt erstmal... Oder ich werde jetzt... Moment, ich muss mal gucken. Equip Saddle to Ride. Man braucht einen Sattel für die Viecher. Ich dachte, da kann man sich einfach so draufsetzen. Wartet mal, ich muss mal Licht machen. Ein Säugetier mit einem Geweih. Oh, mit dem Mond im Hintergrund. Das sieht schon cool aus. Wartet mal. Machen wir die Fackel aus. Ich will gerade das Batman-Logo nachstellen, aber irgendwie geht das gerade nicht. Da ist der Baum da hinten im Weg. Und der Kopf ist zu groß. Ach, schön. Okay. Moment. Was wollte ich jetzt? Was will ich jetzt? Genau, ich will eigentlich jetzt mal Holz sammeln gehen. Weil ich möchte ja hier drin, innerhalb dieses Kreises hier, ja, dieses Eisenkreises, schon Holzhäuser hinsetzen. Ja. So wegen Stil und Aussehen und so. Das möchte ich schon gerne machen. Ist halt die Frage. Im Dunkeln Holz hacken ist bestimmt eine sehr gute Idee. Wir mal gerade schauen, ob was angelaufen kommt. Kommt irgendwas an? Irgendwas Gefährliches? Ihr werdet mir jetzt wahrscheinlich schon längst geschrieben haben, wo ich das jetzt gesagt habe, dass ich Holz brauche, dass ich mir ein Mammut zähmen soll. Und ja, das steht auch auf meiner Liste, das werde ich auch machen, weil ich möchte natürlich im Schneebiom auch mit einem Mammut rumreiten können, ne? Das ist mal klar. Also das werde ich auch definitiv machen, das ist schon gebongt. Ich muss halt nur gucken, ja, wie, wann ich das mache. Also ich meine natürlich, ideal wäre natürlich, solange ich noch Holz brauche, dass ich so lange halt auch, dass ich bis dahin halt auch irgendwie mir ein Mammut zusammenzähme. Ja. Also, dass ich das vielleicht möglichst bald mache, weil ich merke hier auch schon, aus den Bäumen kommt fast gar nichts raus. Obwohl ich eigentlich eine ziemlich gute Axt habe. Ich puste den Baum ja quasi einmal an, dann war es das ja quasi schon. Da kann ich ja ewig hacken, bis ich hier mal was zum Bauen zusammen habe. Vor allem die Häuser, die sollen ja nicht so, das sollen ja nicht so kleine Fitzelhäuser sein. Das sollen ja schon auch irgendwie so Skihütten sollen das ja werden eigentlich. Ne? Aber vielleicht mache ich das dann eher offscreen wieder, dass ich die Ressourcen zusammensuche. Und wenn ich dann die Ressourcen habe, wenn ich den Ketzerl dann quasi vollgestopft habe mit Zeug, dass ich mich dann wieder bei euch melde. Ich werde jetzt erstmal vielleicht, wenn es gleich wieder hell geworden ist, mal gucken, wie Uhr ist denn das? 2 Uhr. Wenn es gleich wieder hell geworden ist, werde ich mal versuchen... Oh, Level Up. Ketzerl hat ein Level Up. So, ich weiß, ich habe jetzt hier eigentlich ganz viele Möglichkeiten, um den hochzuskillen. Er hat eigentlich schon relativ viel Stamina, also da gebe ich jetzt erstmal keinen Punkt rein. Er hat auch relativ viel Leben, ja. Es geht durchaus noch mehr, aber er hat durchaus relativ viel Leben. Und er braucht eigentlich gerade am dringendsten ein bisschen Movement Speed. Der Trick ist nämlich, wenn je mehr Movement Speed er hat, desto mehr Strecke kann er machen mit der entsprechend gleichen Menge an Stamina. Deshalb ist Movement Speed gar nicht so schlecht, wenn man weite Strecken zurücklegen möchte mit dem Tier. Und ich bin mir eigentlich gerade gar nicht so sicher. Also der nächste Punkt, den ich dann vergebe, der geht auf jeden Fall dann wieder in Gewicht.
Und danach mache ich weiter mit Leben und Melee Damage. Damit er, wie gesagt, ordentlich austeilen kann, wenn ich mal gegen Alphas kämpfe oder so. So, ich würde jetzt eigentlich gerne mal wieder so einen kleinen T-Rex-Mobbing-Kreis machen, ehrlich gesagt. Ah, guckt mal, wo ich das gerade sage. Es ist ein... Warte mal, das ist sehr groß, das Vieh. Was ist denn das? Es ist ein Giganotto? Das ist ein Giganotosaurus! Aber der backt gerade rum. Oh nee, ey, wieso ist denn da ein Giganotosaurus so nah an der Base? Der kann da von mir aus backen bleiben, ey, ohne Witz. Wie er rumbackt. Guckt euch das mal an, ist ja niedlich. Hoffentlich wird er da sich nie lösen von dieser Backecke. Was hat denn der für ein Level? Das will ich gerade mal... Hey, wo ist er denn? Da! Level 4! Oh, den könnte man sogar versuchen zu zähmen. Warum ist denn hier ein Giganotosaurus? Jetzt mal ehrlich, das ist doch... Das ist... Irgendwie ist das doof, muss ich sagen. Irgendwie ist das blöd. Das macht mir gerade... Das gibt mir gerade kein Gefühl der Sicherheit, wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr irgendwie nachvollziehen könnt, was ich meine. Das beruhigt mich gerade nicht wirklich, dass da ein Giganotosaurus rumläuft. Vor allem, da braucht nur mal ein T-Rex bei dem anklopfen, dann entbackt der sich da an der Stelle. Ich sehe das doch. Und dann laufen beide quietschfidel und vergnügt zu meiner Base runter und fressen alles auf. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Giganotosaurus kommt auch nicht durch Metall durch. Metall kann nach wie vor immer noch nur durch Explosivstoffe zerstört werden. Das ist natürlich super. Ich meine, das ist für meine Base auf jeden Fall gut, aber solange ich halt keine Mauer aus Eisen habe, die zwei Einheiten hoch ist, ist die Base immer noch gefährdet durch den Giganotosaurus. Leider, ja, vor allem durch den, der da halt jetzt aufgetaucht ist. So, da hinten ist ein T-Rex, den will ich jetzt platt machen. Kurz mal landen. So ein bisschen, um zu leveln, ja, ein bisschen ein paar T-Rexe platt machen. Und vielleicht auch mal ein paar Wölfe, ein paar Vögel. Guck mal her, T-Rex. Ah, der ist schon angeknackst, ne? Ich mach mal das Licht an. Dann seht ihr auch mehr. So, Vogel Level 4 ist kein Problem. Komm, stirb. Jawohl, Level 3, ey. Ist ja ein Plüschtier. Ist ja kein T-Rex, ist ein Plüschtier, ey. Echt? Also Level 3 T-Rexe sind für meinen Ketzer schon kein Problem mehr. Ihr seht das schon. Den habe ich schon gut geskillt auf jeden Fall. Also der kann schon was. Das ist keine Lusche. Auch wenn er, als ich ihn gezähmt hatte, ja nur Level 4 war, kann er schon ordentlich was. Muss nur aufpassen, dass ich nicht aus Versehen einem Giganotosaurus ins Maul fliege. Das wäre nicht so gut. Da unten ist jemand gestorben. Und hier haben wir ganz viele Mammuts. Irgendwie erinnert mich das im Schneebiom auch immer so an Skyrim. Das hat so viel von Skyrim, wenn man hier im Schneebiom unterwegs ist, ne? Skyrim war so ein geiles Spiel. Muss ich auch mal sagen an der Stelle. Da ist ein T-Rex, den machen wir mal tot. Hi. Ich klopfe mal an. Guckt mal, wie er nichts machen kann. Er kann absolut nichts machen. Ich bin nämlich in der Lage, von oben runter zu beißen. Und immer hinter ihm herzufliegen. Und da kann er nichts machen. Er hat einfach viel zu krassen Wendekreis und ist viel zu langsam. Und ja, das ist quasi die Rache des Ketzals am T-Rex, ja. Ich muss das an der Stelle nochmal ganz klar sagen, ja. Der Grund, warum ich hier so viele Tyrannosaurier töte, ist vor allem der, dass der T-Rex einfach aus dem Hinterhalt meinen Ketzal getötet hatte, den ich fast gezähmt hatte. Das ist der Grund, warum ich hier Tyrannosaurier so töte und so mobbe, ja. Nur das ist der Grund. Es gibt keinen anderen Grund dafür. Sind hier Wölfe in der Nähe? Ich möchte gerne mal ein bisschen Holz abhacken, wo ich gerade hier bin. Eigentlich könnte ich auch Eisen mitnehmen. Da oben auf dem Berg ist nämlich extrem viel Eisen. Aber vielleicht bringen die Bäume hier ja ein bisschen mehr Holz, als die, die ich da unten habe. Weil die Bäume, die ich da unten habe, sind, glaube ich, tote Bäume. Guckt mal, die hier bringen mehr. Die hier bringen 26 pro Schlag. Huch. Nicht da runterfallen, ey. Nicht schlecht. Huch. Nein, wieso häng ich? Puh. Ich mag das nicht, wenn ich hänge. Gott, ey, wir haben ja ganz viel Prime Meat und ganz viel Kram, den wir gar nicht brauchen, sehe ich gerade. Alles aus den Tyrannosauriern rausgeholt hier. Ich finde das ja schade, dass man diese ganzen Items hier, dass man die nicht irgendwie recyceln kann und wieder zu Rohstoffen verarbeiten kann. Das fände ich ehrlich gesagt sehr gut, wenn man das könnte, aber leider geht das nicht. So, erstmal was gegessen.
Boah, das ist schon cool irgendwie. Also im Schneebiom ist es schon cool, ja, das muss man mal sagen. Das ist schon echt eine coole Stimmung hier. Oh lol, guckt mal die Hirsche. Also einen entspannteren Platz konntet ihr euch auch nicht suchen, ne? Ist auch geil. Schöner Ausblick haben sie, aber leider auch nicht mehr. So, die Wölfe machen wir mal platt. Bisschen leveln, ja? Bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Oh, Level 24. Ah. Niedlich. Wie sie gleich ihren Artgenossen auffressen. Ist schon krass. Ich hoffe ja, dass bald die Bären reinkommen. Bären im Schneebiom wären richtig cool. So als Reittiere und so auch, ne? So, ich flieg mal zurück zur Base und guck mal, was ich vielleicht schon aus dem Holz jetzt machen kann. Dann kann ich nämlich schon mal vielleicht ein, zwei Foundations machen. Halt schon mal die Foundations platzieren, ein bisschen markieren schon, ja, damit ihr ungefähr seht, wo ich was hinbauen möchte. Zum Beispiel das Haupthaus, wo ich das Haupthaus hinsetzen möchte. Also das Haupthaus... Oh, guck mal, da hängt ein Mammut im Baum fest. Das ist natürlich geil. Das wäre nicht schlecht. Das Mammut zu zähmen da. Okay, das merken wir uns mal. Da hängt ein Mammut im Baum. Vielleicht fliege ich noch schnell nochmal zurück zur anderen Base und organisiere mir erstmal den Mammutsattel und die Sachen, um schneller zähmen zu können. Also Narcotics und sowas. Und flieg einfach schnell nochmal hierher zurück. Ich habe ja auch noch Trank Darts, die könnte ich dafür auch benutzen. Aber jetzt platziere ich erstmal die Sachen. Beziehungsweise jetzt stopfe ich erstmal dem Megalozeros die Bärchen rein. Die ich jetzt hier zusammengesammelt habe. So. So, so, so. So. Und du gibst mir mal dein ganzes Holz, was du jetzt dabei hast. Lass mal den ganzen Plunder hier wegwerfen. So viel Plunder hier. Braucht man alles gar nicht. Ist alles überflüssig. So, ich müsste damit eigentlich schon ziemlich weit kommen. Schauen wir mal. Bauen wir mal Foundations. Zwei Foundations. Naja gut, so weit bin ich dann doch nicht gekommen damit. Ja, das passt aber. Schon mal ganz gut, um das zu vercraften. Das faulige Fleisch schmeißen wir weg. Das brauchen wir auch nicht dringend. So, dann mal los. Setzen wir das mal. Also das Haupthaus mache ich mal so hier hin. Hier ist auch die Fläche halbwegs eben. Kann ich ein halbwegs großes Haus bauen. So, Nummer 1. Nummer 2. Und der Rest, der folgt dann irgendwann. An der Stelle ist jetzt die Folge zu Ende. Ich organisiere mir jetzt noch ein bisschen Betäubungsdarts und sowas. Dann können wir dann nachher in der nächsten Folge dann das Mammut sehen. Bis zur nächsten Folge Ark Survival Wolf. Bis dann, ciao, ciao.